Moin moin Leute und willkommen zu einer weiteren Runde Insurgency. Wir spielen auf der Map Heights und wir spielen den Game Mode Siege and Destroy. Dazu werde ich wahrscheinlich auch einfach mal. Der Striker, ja doch, der hat eine M4A1. Eine M1A1 so rum. Und damit sollte ich hoffentlich gescheit zielen können, obwohl, warte mal. Nein, das war die falsche Taste. Kit Selection. Ich wollte eigentlich hier nur ein bisschen dran rumbasteln. Das Laserlight brauche ich nicht, den Foregrip würde ich gerne noch haben und die AP-Ammo. Das heißt, ich habe jetzt eine ziemlich. Oh, ich habe ja ziemlich viel verschwendet. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich. Was habe ich jetzt gemacht? Na, egal. Egal, wir werden es jetzt einfach mal so probieren. Wir müssen die Weapon Cages hochjagen, obwohl dafür hätte ich eigentlich auch C4 oder so mitnehmen müssen. Naja. Naja, bam, bam, nächstes Mal, wenn ich tot bin. Dann versuchen wir das. Wir müssen angreifen, das heißt, wir müssen davor gehen. 3 Punkte gibt es. Mal schauen, ob wir das jetzt schaffen werden. Da bin ich mal gespannt. Muss ich ein bisschen defensiver spielen mit meinem Auto-Sniper, ich mir hier gebaut habe mit dem Visier. Ist natürlich im Angriff auch nicht so optimal. Letztes Mal habe ich damit aber relativ effektiv gespielt. Deswegen weiß ich nicht, ob es dieses Mal auch so sein wird. Im Angriff, wie gesagt, nicht ganz so intelligent, glaube ich, jetzt gewesen, meine Waffenauswahl. Aber da habe ich jetzt nicht so krass drüber nachgedacht am Anfang. Naja. Naja. Sie sind noch weiter rechts. So weit sind sie noch nicht vorgedrungen. Hoffe ich gerade zumindest. Ich sehe nichts. Oh Gott. Wir legen uns jetzt einfach mal hier ans Auto. Wo kommt das her? Ich glaube eher mittig von der Karte. Das kommt ein bisschen näher rechts. Das war jetzt schon ziemlich nah. Nur ich die Frage von wo. Da. Den Sounds kann man relativ gut hören, wo die kommen. Oder wo zumindest die Schüsse hergekommen sind. Das ist relativ optimal. Das ist aber auch die Source Engine. Naja, der rennt da einfach zu schnell vorbei. Den kriege ich nicht. Und dann müsste ja echt theoretisch auch da wieder rausgekommen sein. Da läuft er auch noch. Da läuft aber auch einer. Kommt der oben am Haus raus oder unten links? Das ist hier die Frage. Da warst du zu langsam. Und da oben auch rauskommen, ey? Ist ein bisschen heftig gerade hier. Oh, ich habe keine Pistole, das ist schlecht. Da ist nämlich aber gerade einer direkt um die Ecke. Hab dich. Shit, der hat mich gesehen, da war ich zu langsam. Naja, ich will, glaube ich, jetzt auch meinem Waffen-Loadout ein bisschen verändern. Und dass ich ein bisschen effektiver, aggressiver vorspielen kann. Die labern schon wieder nur Bullshit! Aua, meine Ohren. Aua, meine Ohren. Weißt, ich mache den Sound hier ungern aus, weil ich eigentlich hier gern eher ein bisschen mit den Leuten auch spielen würde. Aber wenn die dann nur Bullshit labern, was willst du eigentlich machen? Against Flash Target oder Armor Target? Nehmen wir Armor Target. Chest Rig. Habe ich die schon? Ja. Können ein bisschen mehr Munition mitnehmen. Dann gehen wir damit jetzt einfach los. Jetzt macht die komische Anzeige weg, geh doch. Also, du bist jetzt ein bisschen aggressiver aufgebaut, weil Laserlight kann ich ein bisschen aggressiver. Du siehst kaum, ey. Oh, auf der weißen Map ist das Kacke, man sieht es so gut wie gar nicht. Okay, merke ich mir. Im Schnee kein Laserlight einbauen, weil man sieht es nicht. Oder zumindest ist es sehr beschissen. Da, man sieht es da. Oh, das ist sehr schwer zu erkennen, ey, bis ich da einen Gegner im Laservisier habe. Es ist Weihnachten. Da lief einer. Da laufen auch welche.
Und da kam schon einer von hinten? Scheint wohl so. Ja, der kam gerade von hinten. Er ist einfach lang gerusht. Verdammt! Ah, ich hätte nicht gedacht, dass sie so aggressiv hier vorrushen. Ich meine, wir sind ja fast noch am Spawn. Oh naja, so ist das. Was versucht er zu treffen? Ich sehe es nicht. Vielleicht er auch nicht. Oh! Die Granate hat ihn einfach zerfetzt. Mehr oder weniger. Zerfetzen können die Leute hier nicht. Okay, er ist der Letzte. Mal gucken, wie er sich gibt. Ob er noch einen mitnehmen kann. Mein Team ist nicht gerade irgendwie gut. So würde ich es einfach mal ausdrücken. Nicht gerade. Ja, gut. Ich finde meine Klasse kacke. Hab ich ehrlich gesagt das Gefühl, ich will Fighter. Und jetzt nehmen wir die SKS. Na, wir bleiben bei der AKM. Hacken aus Laserlight, nehmen das Cobra mit. AP-Ammo, das ist gut. Eine Frag Grenade, das ist gut. Und eine Chest Carry, das ist super. Hatte ich noch Punkte frei? Kit Selection, ne. Ach, er ist der Letzte, der war gar nicht der Letzte. Oh Gott. Stell dich mitten aufs freie Feld und springt da auch noch runter. Da rechts, da rechts, da rechts, da rechts. Ja, da rechts, rechts, rechts. Ja. Oh Gott, wie zielst du? Oh Gott, 2 Stunden später vor dir, vor dir. Oh. Meinst du, man kann schon mal blind sein oder ein bisschen langsam, aber das war beispiellos. Blind und langsam. Oder nicht? Armen Ohren! Fuck! Alter, meine Ohren. Meine Ohren explodieren, wenn er da nochmal Musik spielt. So, was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt die rechte Seite? Ich glaube, ich gehe die rechte Seite hin. Dann habe ich demnächst meine Ruhe. Premium-Animation. Ah, oh, der wurde gekickt. Stimmt, man kann auch nicht mehr messern. Das haben sie auch gepatcht. Man kann nicht mehr messern im Spawn. Vollkommen, was sie einfach machen, ohne dass da auch irgendwas passiert. Das haben sie auch, glaube ich, entfernt. Ich gehe jetzt richtig aggressiv vor. Also, wie die Potato gerade mich überrascht hat, versuche ich jetzt den ihr Team zu überraschen. Konzentration. Zwei Leute. Positionswechsel. Du kommst mir hinterher. Bist du der? Oh, die kommen ja alle hier hinterher. Und deswegen wollte ich nämlich den Rücken decken, weil ich wusste, dass da gleich jemand von hinten kommt, aber dem bin ich ins Gesicht gelaufen, ey. Fuck you. Ist da noch jemand, dem ich behind sagen kann? Ne, die sitzen irgendwo alle in weißen Büschen. Oh Mann, Leute, wir sind die Attacker. Ihr müsst attacken. Nicht rumcampen. Hungs. Was macht er jetzt? Jetzt sprengst du dich selbst? Ne, hebst du dir auf. Okay. Okay. Mach du nur. Wo will er hin? Sind sehr spannend, jemanden zuzugucken, wo man nicht die geringste Ahnung hat, was er vorhat. Doch, er will gleich auf C. Und jetzt geht er mit dem Fluss wieder nach unten. Oh, da hat er jemand gesehen, da hat er die Waffe gesehen. Oder? Was macht er? Was macht er jetzt? Rennt er wieder zurück? Jetzt oh, vor dir rechts! Ah, den hat er nicht gesehen. Er kriecht hier raus. Aus der gleichen Position. Mal gucken, ob er es besser machen kann. Er ist der Letzte. Er ist schon mal sehr, sehr vorsichtig und langsam und hebt sein Bein. Ey. Ach Mann! Most valuable player. Yeah! Haben wir jetzt schon verloren? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, die haben uns nämlich ziemlich fertig gemacht in der Runde. Deswegen war das jetzt, glaube ich, relativ kurz. Hängen wir, glaube ich, noch irgendwas dran, weil sonst war es mir, glaube ich, auch ein bisschen zu kurz für eine Folge. Dafür müsst ihr nur leider, glaube ich, den Ladebildschirm ertragen, ne? Kurze Folge oder Ladebildschirm. Sucht's euch aus. Na, ihr könnt's euch nicht aussuchen, weil ich habe es mir schon ausgesucht. Ihr könnt nur vorspulen, zurückspulen, Pause machen oder gar nicht gucken. Die Auswahl habt ihr, ne? Mal gucken, was jetzt kommt.
Retrieving Server Info. Firefight Market. Firefight war auch drei Objekte, aber ich glaube, man spawnte schneller oder so. Ich bin da ein bisschen her. Auf jeden Fall, Market ist eine relativ coole Map. Spiele auf jeden Fall, glaube ich, wieder den Machine Gunner. Machine Gunner mochte ich nämlich relativ gerne. Deswegen sollte man da vielleicht einfach bleiben. Die Ausrüstung ist super. Und go. Game will begin shortly. Okay, man da kann sich nicht mehr gegenseitig jetzt abschießen, wenn das Game beginnt. Jetzt aber. Let's do this. Yes! Ich glaube, er ist auch Deutscher. Das hört man immer relativ gut da raus. Deutsche sprechen ein sehr klares Englisch. Also, ja, ich find den deutschen englischen Akzent gar nicht so schlimm. Also so einen richtig krassen Akzent, wie ich wahrscheinlich habe, das ist schon schlimm, aber so leichter deutscher, englischer Akzent ist gar nicht so schlimm. Da gibt es wirklich schlimmere Akzente, meiner Meinung nach. Oh, wo geht's hin? Okay, er rusht hier einfach durch wie ein Schnitzel, renn ich dir einfach mal hinterher, wehe du hast hier nicht aufgepasst. Er hat aufgepasst, also zumindest bis jetzt. Ah, da habe ich viel zu lange gebraucht. Wieso bin ich da auch nochmal zurückgegangen, ey? So eine Fehlentscheidung, ey. Ich hätte weglaufen müssen, weil er hatte mich gesehen. Da war ich im dicken, 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 dicken Nachteil. Ach so, stimmt. Hier ist man nachgespawnt, wenn die was eingenommen haben. Das heißt, ich müsste jetzt darauf warten, dass die B oder so einnehmen. Oh. Da waren recht relativ viele unten. Ich weiß auch nicht, ob das so geil war, so extrem weit nach vorne zu rennen gerade mit meiner MG. Eigentlich nicht. Irgendwer nimmt B ein. Von unserem Team? Nee, von denen ihren Team. Das ist super kacke. Oh, er sniped da jetzt eine Stunde, habe ich das Gefühl. Ja, das Gefühl habe ich nicht nur so, das ist auch so. Nächstes Mal werde ich mich versuchen, wieder auf der Brücke zu positionieren und irgendwie B zu beobachten, dass wir B einnehmen können. Ah, jetzt haben die nämlich auch respawn. Jetzt seid ihr ziemlich im Arsch. Nee, nicht jetzt B. Du camp C campen bringt dir auch nichts. Und der andere ist schon tot. Das heißt, wir haben nur noch ihn. Oh Mann! Er beobachtet den Schlitz. You need to capture the point. Okay. Dann hat er einfach gewartet. Ja, eine Runde machen wir noch, also zumindest ist ein tot. Und mal gucken, ob das jetzt ein bisschen effektiver läuft. Indem ich mich oben auf die Brücke stelle und B beobachte. Repeat, please. Na, ich habe ihn auch nicht ganz verstanden. Go. So. Wie machen wir das am besten? Gehen wir die C-Brücke oder gehen wir zur A-Brücke? Nee, doch, ich gehe zur C-Brücke. Hier geht's nicht lang zur C-Brücke. Läuft man mit dem Messer schneller? Er läuft gerade mit dem Messer, ich bin mir da nicht so sicher. Oh, 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 fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Ja, mach Platz, mach Platz, mach Platz, mach Platz. Du mit deiner Pistole bist hier eh relativ aufgeschmissen. So, jetzt beobachten wir erstmal, gucken, ob da jemand rüberkommt. Oder warten dort, dass jemand B einnimmt. Das ist nämlich die defensive Variante, wie ich so sagen würde. Okay, dann nimmt jemand B ein. Ja, habe ich nicht bekommen, war ich zu langsam. AB wird immer noch eingenommen. Alter. Oh, sie. Na, smoken wir einfach mal.
Ah, wir haben jetzt B eingenommen, super, das ist gut. Oh, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Go, 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 go. Ich denke mal auch, dass da drüben bei 10 noch welche sein werden. Jetzt übernehmen die schon wieder B. Erschreckt mich nicht. Läuft da gerade jemand rüber oben über die Brücke? Ist doch mein Freund hier, der ist Deft. Ja, er ist noch da. Gut. Dann mache ich mir darum jetzt mal erst keine Sorgen. Wir müssen jetzt zu A. Okay. Das müssen wir mal ein bisschen langsamer machen. Ein bisschen vorsichtiger. Weil A wird der letzte Punkt sein, den sie haben. Den wird wahrscheinlich auch, wie letztes Mal bei uns schon, irgend so ein Horst sitzen auf der Position und einfach warten. Natürlich jetzt keine Granaten mehr. Ich hab doch gesagt, da wartet einer. Ist nur nicht. Ah, gut. Wollte nur sagen, weiß nur nicht, von wo die jetzt kommen. Naja, das war auf jeden Fall eine weitere Runde mit Insurgency. Wenn ihr weitere Folgen seht, wollt, schreibt mir einfach unten in die Kommentare. Ich würde es, denke ich, auf jeden Fall noch mal ein paar Mal spielen. Macht es auf jeden Fall immer noch Spaß, weil es sehr taktisch ist, weil es definitiv was anderes ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute, und bis zur nächsten Folge von Insurgency, Leute. Ciao, ciao.